Aber es passt mir auch voll gut rein. Ui, ich warte auf meinen Kaffee, was der. Thank you.
Geschätzte Damen und Herren, liebe Rekruten, es freut mich, Sie alle hier in Everding zur feierlichen Angelobung begrüßen zu dürfen. Ganz besonders darf ich einige Ehrengäste unter uns begrüßen. Seitens der Geistlichkeit darf ich Dechant Magister Erich Weichselbaumer, Pfarrer Magister Johannes Hanek, Militärdekan Magister Johannes Dupplinger, Militäroberkurat, Magisterdiplomingenieur Johannes Obertsberger und Pfarrer in Rente Hans Wassermann begrüßen. Und Besucher sind ein deutliches Zeichen der Wertschätzung für euren Dienst beim Bundesheer. Unser Bundesheer hat eine der wichtigsten Aufgaben in Österreich, zu unserem Schutz und zu unserer Sicherheit. Unser Bundesheer muss in Zukunft ausreichend Unterstützung und Wertschätzung sowohl von den verantwortlichen Politikern als auch direkt aus der breiten Bevölkerung erhalten. Im Katastrophenfall ist das Bundesheer im wahrsten Sinne des Wortes unsere eiserne Reserve. Bei den letzten großen Hochwässern im Jahr 2002 und 2013 mussten viele Menschen in der Region Everding solche Katastrophenfälle am eigenen Leib miterleben. Gerade in diesen Notlagen bekamen sie jedes Mal tatkräftige Hilfe und Unterstützung von Soldaten des Bundesheers. Bei Menschen hier im Bezirk Everding herrscht deshalb große Dankbarkeit und Wertschätzung gegenüber dem Bundesheer. Umso mehr ist es für uns in Everding eine Ehre, dass das Bundesheer unserer Einladung gefolgt ist und hier bei uns diese Angelobung durchführt. Ihr gebt uns die Sicherheit. Im Notfall können wir auf eure Hilfe
und eure Unterstützung vertrauen. Herzlichen Dank dafür. Liebe Rekruten, für die restliche Zeit eures Grundwehrdienstes wünsche ich euch viel Soldatenglück und auch darüber hinaus alles Gute auf eurem weiteren Lebensweg. Danke. Nach einem festlichen Choral werden die Worte der Militärgeistlichkeit, nämlich dem katholischen Militäroberkurat Diplom-Ingenieur Magister Johannes Ruppertsberger sowie dem evangelischen Militärdekan Magister Johannes Dopplinger erfolgen. Erbauer des Weltalls, der Schöpfer des Lichtes, der uns in Jesus Christus die Liebe zu allen Menschen gezeigt, gelehrt, doch gelebt hat. Er segne und beschütze euch, all eure Angehörigen, allen Menschen, denen ihr begegnet, zu Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir setzen fort mit einem Musikstück, dem Traditionsmarsch der 4. Panzergrenadierbrigade Il Ferro. Ich ersuche nun den Kommandant der 4. Panzergrenadierbrigade, Herrn Oberst des Generalstabsdienstes, Magister Stefan Fuchs, um seine Worte. Okay.
Kollege, der Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Fest- und Ehrengäste, vor allem aber junge Soldaten und Angehörige. Eine Angelobung von jungen Staatsbürgern zum Dienst im Bundesheer ist immer ein besonderer Akt und verdient sich auch aus meiner Sicht eine dementsprechende Anerkennung und einen würdigen Rahmen. Daher möchte ich mich auch zu Beginn bei Ihnen allen, geschätzte Gäste, vor allem aber auch bei Ihnen, Herr Landeshauptmann, für Ihre Teilnahme an diesem besonderen Festtag heute Abend bedanken. Ich betrachte dies, der Bürgermeister hat es schon angesprochen, auch als Wertschätzung unseren jungen Soldaten gegenüber und ich bin auch überzeugt, dass sie sich diese Wertschätzung auch zutiefst verdient haben. Herr Bürgermeister, auch Ihnen einen besonderen Dank für den würdigen Rahmen und die Unterstützung der Gemeinde Everding. Sie haben ja selbst vor kurzem noch bei uns in der Brigade Ihren Grundwehrdienst abgeleistet und erlebt, was es heißt, Soldat zu sein und seinen Dienst in der Gemeinschaft zu verrichten. Danke dafür. Rekruten, Sie alle haben sich zur Ableistung des Wehrdienstes entschlossen und erfüllen somit eine verantwortungsvolle, zutiefst notwendige und gesetzlich verankerte Staatsbürgerpflicht, nämlich eine kurze Zeit der Republik Österreich und dem Vaterland uneigennützig zu dienen. Und für diese Bereitschaft möchte ich mich bei Ihnen und auch bei Ihren Angehörigen bedanken. Ihre Beitragsleistung, egal welcher Art, ist für die Aufgabenerfüllung des Bundesheeres unverzichtbar. Sie sind seit dem Tag Ihres Einrückens ein wichtiger Teil der Organisation Bundesheer. Und Ihren Dienst, Kameraden, werden Sie in vielfältigen Funktionen leisten, egal ob als Richtschütze, Panzerfahrer, Kraftfahrer, ABC-Abwehrsoldat, Wachsoldat, Mechaniker etc. Glauben Sie mir, jede Funktion ist gleich wichtig und sinnvoll. In den nächsten Wochen und Monaten werden Sie weiter ausgebildet. Sie werden in verschiedenen Funktionen eingesetzt, Sie werden für Einsätze vorbereitet werden und es ist auch sicher, nicht jeder Teil davon wird Ihnen gefallen. Da Dienen und Pflichterfüllung auch immer individuelle Einschränkungen und Härten bedeuten. Durch dieses Dienen nehmen Sie aber aktiv Verantwortung für andere Menschen wahr. Durch Ihre Bereitschaft, zum Schutz der Republik und der Bevölkerung beizutragen, erfüllen Sie alle eine wesentliche Rolle im Solidaritätsgefüge Österreichs. Und darüber hinaus werden Sie selbst wertvolle Erfahrungen in fachlicher, aber auch in sozialer Hinsicht machen, von denen Sie noch lange zehren können, auch wenn das vielleicht erst später bewusst werden wird. Geschätzte Damen und Herren, das Bundesheer ist ein unverzichtbares Mittel der Republik zur Gewährleistung des Schutzes von Staat und Bevölkerung. Und durch verschiedenste Einsätze in Österreich und im Ausland beweist dies das österreichische Bundesheer auch täglich und rund um die Uhr. Die Schutzleistung, die durch das Bundesheer erbracht wird, geht dabei weit über die für alle sichtbaren Hilfeleistungen bei Katastrophenfällen hinaus. In letzter Konsequenz, und das ist das Wesen von Militär, müssen Soldaten für ihre Bevölkerung kämpfen und bestehen können. Grundlage dafür ist das ständige Üben und Ausbilden, das Vorbereiten auf den extremsten Einsatzfall bereits im Frieden. Hätten wir das nicht, würden wir unseren Zweck nicht erfüllen. Diese Aufgabe verlangt auch Mittel und als verantwortlicher Kommandant über viele Soldatinnen und Soldaten ersuche ich hier auch weiterhin um Verständnis für diese Kernaufgabe und für die Unterstützung aus der Bevölkerung und aus der Politik heraus, der Bundesheer die Erfüllung dieser Kernaufgabe auch zu ermöglichen. Das Bundesheer ist heute, und davon bin ich überzeugt, notwendiger denn je und auch in der Bevölkerung akzeptiert und wertgeschätzt, wie schon lange nicht mehr. Und Rekruten, Sie sind Teil dieses Bundesheers. Seien Sie stolz darauf, Ihre Uniform zu tragen. Seien Sie stolz darauf, gemeinsam mit Ihren Kameraden sowie den Berufs- und Milizsoldaten maßgeblich zum Schutze und zum Wohl Österreichs mitwirken zu können. Seien Sie sich dabei immer bewusst, dass Sie durch Ihren Schwur, Ihr Vaterland und sein Volk zu schützen und mit der Waffe zu verteidigen, einen besonderen Stellenwert in der Gesellschaft haben. Ich erwarte mir von Ihnen, dass Sie durch Ihr Erscheinungsbild, durch Ihr Verhalten als Soldat diesem Stellenwert auch gerecht werden. Junge Soldaten, ich wünsche Ihnen, den Angehörigen, die zu Recht stolz auf Sie sein können, alles Gute, vor allem aber viel Gesundheit und viel Soldatenglück. Es lebe die 4. Panzergrenadierbrigade, es lebe das österreichische Bundesheer. Ich
darf nun unseren Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer um seine Ansprache bitten. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Festgäste, vor allem aber liebe Rekruten, junge Damen und Herren, die Sie heute den Eid auf unsere Republik Österreich ablegen werden. Es ist dies ein besonderer Augenblick, natürlich für Sie. Es ist aber das auch ein besonderer Anlass für uns, weil ein wesentlicher Teil unseres Staates, das Bundesheer und auch die Art und Weise, wie es organisiert und gelebt wird, heute im Mittelpunkt steht. Sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Jahr 2018 feiern wir viele Gedenken und wir blicken zurück, unter anderem auch auf das Gründungsjahr unseres Bundeslandes und der damals ersten Republik Österreich ins Jahr 1918. Und wenn Sie sich nur kurz zu Gemüte führen, welchen Weg unsere Gesellschaft, unser Staat gegangen ist und wo wir heute stehen, in einem weltweiten Vergleich, in einem unglaublichen Wohlstand, vor allem aber in einem äußerst gesicherten Frieden und in persönlicher Sicherheit, dann kann man aus diesem geschichtlichen Weg eigentlich nur einen Hauptauftrag mitnehmen. Nämlich, dass wir alle, egal wo wir stehen und was wir bewerkstelligen in dieser gemeinsamen Heimat, dass wir alles tun, diesen Wohlstand und diese Sicherheit weiter zu festigen und weiter zu entwickeln. Und das österreichische Bundesheer nimmt vom Verfassungswegen als seinen Auftrag ganz wesentlich die Sicherung unserer Gemeinschaft wahr. Und Sie sind damit Teil. Und sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich vorhin von unhinterfragtem Frieden gesprochen habe, es ist trotzdem, wenn man in die vergangenen Jahre zurückblickt, nicht von ungefähr, wenn man auch nach Sicherheitskräften fragt. Denken Sie nur an ein paar wenige Jahre zurück, als das Bundesheer auch gerade gestanden ist, an unseren Grenzen mit im Einsatz war, als viele europäische Staaten fast an die Überforderung gelangt sind, die Ordnung und auch den Überblick über das Staatsganze aufrechtzuerhalten, als es um die plötzlichen großen Flüchtlingsströme in Teilen Europas, auch in unserer Heimat, gegangen ist. Die Sicherheit ist die Basis und ist die Grundlage, dass wir unseren Wohlfahrtsstaat, auch unsere schöne Region Oberösterreich, in eine positive Zukunft hinein entwickeln können. Für jede und für jeden von uns. Und sehr geehrte Damen und Herren, es ist auch die Art und Weise, wie das Bundesheer gelebt wird. Es wurde heute schon angesprochen, indem nämlich Sie einen Teil Ihres Lebens, einen Teil Ihrer Persönlichkeit auch für diese Staatsaufgabe zur Verfügung stellen und einbringen. Die Demokratie, in der wir leben, sichert jedem von uns größtmögliche persönliche Freiheit, eine eigenständige Lebensführung, so wie wir uns das persönlich vorstellen und auch organisieren möchten. Die Demokratie lebt aber auch davon, dass wir für unsere Gemeinschaft an verschiedener Stelle Beiträge bringen und uns einbringen und damit auch Demokratie festigen und weiterentwickeln. Und Sie, durch Ihren Dienst im österreichischen Bundesheer, nehmen diese Aufgabe in den nächsten Wochen und Monaten ganz zuvorderst wahr. Sie dienen in einem Bundesheer, und das hat der Oberst des Generalstabsdienst, Magister Fuchs, zu Recht angesprochen, das heute in der Bevölkerung nicht nur verankert ist, sondern auch geschätzt ist. Durch seine Grundaufgabe im Sicherheitsdienst, vor allem aber auch durch sein Dasein, durch das Bieten von Schutz und Hilfe, wie es auch zu Recht heißt, dann, wenn es darauf ankommt, wenn plötzlich Katastrophen unsere Heimat oder unser Land heimsuchen. Der Bürgermeister Mayer hat darauf hingewiesen. Sie sind also nicht nur vom Verfassungswegen respektiert, sondern unsere Bevölkerung, wir alle, schätzen das Bundesheer und schätzen damit auch Sie. Ich möchte Ihnen daher auch namens des Landes danken, dass Sie diesen Dienst im Bundesheer tun, unseren Respekt davor ausdrücken, möchte mit Ihnen auch all jenen, die in den nächsten Wochen auch für Sie Verantwortung tragen, in der Ausbildung und Begleitung danken, dass dieser Dienst getan wird. Ich wünsche Ihnen in diesen Wochen Ihres Dienstes im Bundesheer eine möglichst abwechslungsreiche Zeit, eine Zeit der Gemeinschaft und auch der Kameradschaft, vor allem aber auch in eine Zeit, die Sie hoffentlich gesund und sicher absolvieren werden. Herzlichen Dank für Ihren Dienst an unserer schönen Heimat
Oberösterreich und an unsere Republik Österreich. Werte Gäste, wir kommen nun zum eigentlichen Höhepunkt dieser Veranstaltung. Nach einer Festfanfare kommt es zur eigentlichen Angelobung der hier angetretenen Rekruten durch das Sprechen des Treuegelübnisses. Einige auserwählte Grundwehrdiener dürfen hierfür austreten und dieses Gelübnis an der Standarte der 4. Panzergrenadierbrigade sprechen. Es werden dies sein Rekrut Daniel Hummer aus Brambachkirchen, Rekrut Raphael Lukacs aus Hartkirchen, Rekrut Florian Kerbel aus Wallern und Rekrut David Biro aus Munderfingen. Sprechen Sie mir laut und deutlich nach. Ich gelobe. Ich gelobe. Mein Vaterland. Mein Vaterland. Die Republik Österreich. Die Republik Österreich. Und sein Volk zu schützen. Und sein Volk zu schützen. Und mit der Waffe zu verteidigen. Und mit der Waffe zu verteidigen. Ich gelobe. Ich gelobe. Den Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden. Den Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden. Treue und Gehorsam zu leisten. Treue und Gehorsam zu leisten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten. Pünktlich und genau zu befolgen. Pünktlich und genau zu befolgen. Und mit all meinen Kräften. Und mit all meinen Kräften. Der Republik Österreich. Der Republik Österreich. Und dem österreichischen Volke. Und dem österreichischen Volke. Zu dienen. Zu dienen. Thank you.
folgt nun die oberösterreichische Landeshymne. Das Ganze! Auf! Ab! Ja! Was denn? Hier! Das Ganze! Wir nähern uns nun dem Ende des Angelobungsfestaktes. Der Kommandant der ausgerückten Truppe wird den Brigadekommandanten um weitere Befehle bitten. Und sodann wird die Umgruppierung der Militärmusik für die Aufführung des großen österreichischen Zapfenstreiches erfolgen. Nun einige Informationen zum Zapfenstreich. Für jeden empfindenden Teilnehmer und Zuhörer hat das Erlebnis des großen Zapfenstreiches das Besondere, das Einmalige in sich. Jeder Mensch fühlt sich gleichermaßen angesprochen und ist beeindruckt von der Würde, Größe und inneren Ruhe dieses feierlichen Zeremoniells. Der Name Zapfenstreich stammt aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In den damaligen Feldlagern ging es manchmal ziemlich laut und lustig zu, damit zu gegebener Zeit im Lager
am Abend die Ruhe einkehrte, wurde vom Lagerkommandanten ein Rumormeister eingeteilt und dieser hatte den Auftrag, zu genau festgesetzter Stunde für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Als Zeichen seiner Würde trug dieser Mann einen Stock, mit dem er an den Zapfen des Weinfasses schlug. Ab diesem Zeitpunkt war dann der Ausschank verboten. Diese Amtshandlung wurde Zapfenschlag oder Zapfenstreich genannt. In den ständigen Garnisonen der altösterreichischen Regimenter bildete sich der Brauch, dass eine Trommlergruppe durch die Straßen zog und mit diesem Schlagen des Zapfenstreiches den Soldaten die Heimkehr befahl. Später wurde statt der Trommlergruppe ein Signalhornbläser eingesetzt. Dieses Signal nannte man den kleinen Zapfenstreich. Die Entwicklung, die von der Signalmusik über die erste Stufe der Marschmusik zur heutigen konzertanten Blasmusik führt, hat der Zapfenstreich im gewissen Sinne mitgemacht, sodass heute wohl jede Nation ihren großen Zapfenstreich hat, der nur zu besonderen Anlässen, so wie heute, gespielt wird. Der große österreichische Zapfenstreich, den Sie heute hören, beinhaltet traditionelle Melodien und historische österreichische Militärsignale, welche von den derzeit amtierenden Militärkapellmeistern zu einem großen geschlossenen Tongemälde zusammengefasst wurden. Der erste Teil beinhaltet im Wesentlichen den historischen Marsch aus dem 17. Jahrhundert und das Signal Zapfenstreich, sowie die beiden Traditionsmärsche, Prinz Eugen Marsch und O du mein Österreich. Der zweite Teil bringt religiöse Melodien, das niederländische Dankgebet, das Gebet vor der Schlacht und vor allem das Signal zum Gebet, welches vom Solotrompeter aus der Ferne geblasen wird und zu den schönsten dieser Art zählt. Der dritte und letzte Teil bringt das Signal Zapfenstreich, ebenfalls von einem Solotrompeter aus der Ferne geblasen. Eine kurze Überleitung lässt bereits das Thema der Bundeshymne erkennen, welche im Anschluss als Höhepunkt erklingt. Nach dem Abblasen sowie dem Abschlagen endet der große österreichische Zapfenstreich. Thank you.
Das Ganze! Auf! Hirnzug! Was denn? Hier! Das Ganze! Jump! Wir sind am Ende der heutigen Veranstaltung angelangt. Nach dem Ausmarsch zurück Richtung Parkplatzgelände beim Freibad haben Sie, werte Angehörige und Besucher, die Möglichkeit, mit Ihren Kronplattinern eben dort zusammenzutreffen. Nach erfolgter Stärkung durch ein Getränk werden die Soldaten in weiterer Folge mit den Bussen wieder in ihre Heimatgarnison fahren. Die Ehrengäste ersuche ich, auf Einladung des Herrn Bürgermeisters ins Stadtamt zu kommen, wo es dann zu einem gemütlichen Ausgang kommen wird. Ich hoffe, Sie alle hatten einen angenehmen Nachmittag, frühen Abend hier in Eferding. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Das Ganze! Auf! Auf! Das Ganze!
dann nichts mehr. Jetzt habt ihr schon gelobt. Das hat's nicht so weh. Selin, war das nichts für dich?